Und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge Coolheart. In der letzten Folge bin ich irgendwo rein, wo ich vielleicht hätte nicht reingehen sollen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Immer vorsichtig weiter. Hallo? Hallo? Was ist das hier? Was ist denn, wenn ich hier Licht mache? Ist das eine gute Idee? Hallo? Mach's lieber mal aus. Pitschplatsch. Pitschplatsch. Hier ist Wasser. Oder so. Kann ich hier durch? Scheiße. Hallo? Was ist das? Was ist das denn? 61,32. Wo bin ich denn jetzt? Scheiße. Was? Ich muss hier weg. Wo bin ich denn jetzt? 61,32. 61, 2. Oh Gott, wo bin ich denn hier? 61. 32. Hier bin ich. Irgendwo hier. Was? Scheiße. Guck mich nur noch mal ein bisschen um hier. Ach du Scheiße, was denn jetzt? Was war das denn jetzt? Nebel weg. Hier ist irgendwie gar nichts. Huch. Und hier ist so ein komischer Nebel hier. Ob man da rein kann? Was ist das? Nix. Kann man hier rein? Hallo? Ich will hier rein. Kann ich hier irgendwas machen? Was ist das? Sind irgendwelche Skier? Hier geht's nicht rein. Hallo? Was? Lass mich doch mal rein. Hallo? Was ist das? Da hier irgendwas? Nein. Man kommt da nicht rein. Schade. Ich wäre jetzt da gerne mal reingegangen. Hier ist nichts, dass ich irgendwas übersehen hätte. Nein. Achtung, Nebel. Kling. Seltsam. Wieso kommt man denn da hier nicht rein? Kann man da nicht irgendwie... Hallo? Kompass? Ich möchte gerne rein hier. Hallo? Au? Nein. Hier geht's nicht rein, definitiv. Schade. Wäre jetzt mal richtig geiles Gimmick gewesen. Schnauze. Streck mich doch nicht so. Ich geh da mal wieder raus. Wenn ich jetzt wüsste, wo lang? Hier lang? Nein, ich glaube, das ist nicht die Richtung, oder? Hallo? Da steht doch schon wieder so einer. Guck mal. Der wartet auf mich. Hallo? Huch, jetzt ist er weg.
Was? Moment. Oh Gott. Ich bin nochmal weg. Ich glaube, man konnte auch... Was? Scheiße. Ich habe hier voll den Verfolgungswahn hier. So, das war die Höhle hier. Wir gehen mal hier lang. Ja, verdammt, ich hätte so gerne in die Tür gewollt. Schade. Das wäre echt interessant gewesen. Das wäre mal richtig nice gewesen. So, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Also ich glaube nicht, dass es noch allzu viele Möglichkeiten gibt. Ich weiß es gar nicht. Muss man vielleicht erst irgendein Geheimnis noch lüften? Oh, scheiße. Ich glaube, da geht's nicht weiter. Was ist denn das da oben, ey? Ich kann es nicht erkennen. Kann man da runter? Doch, das müsste gehen. Hier an der Seite. Ah ja, hier geht's runter. Okay. Ich glaube nicht, dass... Ups, Vorsicht. Dass ich hier schon mal war. Ups. Wo geht's hier hin? Oh, diese Entscheidung, wo gehe ich lang? Ich tendiere mal da. Hallo? Da ist wieder recht windig. Hallo? Nein. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Also, hier lang. Ach, du lieber Himmel. Okay, man kommt runter, aber nicht mehr hoch. Okay. Meine Güte, wo bin ich denn? Hallo? Ich habe mich verlaufen. Was ist das? Wieder eine Höhle? Nein, ist das... Nee, hä? Hier war ich doch schon mal, glaube ich. Ach, hier war ich schon mal. Nee, hier will ich nicht schon wieder lang. Hier will ich nicht nochmal lang. Schade, jetzt komme ich hier nicht mehr zurück. Und hier... Ah, verdammt. Hä? Was? Wo komme ich denn jetzt hier? Ach, hier vielleicht. Was gäbe ich jetzt irgendwie für so ein Jetski oder so? Motorrad. Irgendeine fahrbaren Untersatz, dass ich nicht so, so viel laufen muss. Oh, Kinders, wo soll ich denn jetzt noch lang? Ich würde gerne nochmal zu dieser Hütte, wo diese Fallen waren. Wisst ihr noch? Da geht's bestimmt irgendwo noch weiter. Bestimmt. So, jetzt sind wir wieder an diesem Monument mit diesen Felsen. Was ist denn das da? Nee, dachte ich da wäre was. Da habe ich gemeint, da wäre was. Und diese komischen Antennen, was man da so sieht. Okay, jetzt sieht man sie nicht. Hier geht's nicht weiter. Vorsicht. Und genauso, was leuchtet denn da hinten? Ich sitze... So. Hier lang? Geht's hier überhaupt lang? Nein, ich glaube, hier geht's nicht lang. Kleckt's ein bisschen. Was ist hier? Ich laufe hier mal lang. War ich da schon?
Ey, das ist ja voll... Ach du Scheiße. Jetzt habe ich gemeint, da steht einer. Das ist ja ein Tundra-Laufsimulator. Mitten durch die Tundra. Oh, das ist die Tundra? Ich weiß es jetzt gar nicht. Irgendwo jedenfalls in Russland. Ach, guck. Jetzt wieder dieses... Was ist denn das? Sieht aus wie so ein Funkmast oder so. Oh ja, hast du recht. Rollt ein bisschen. Ich bin bestimmt wieder nicht mehr lange alleine hier. Was ist das? Ist das das, was ich denke, dass es ist? Die Opferstätte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Oh nein, bitte nicht über die... Ach du Scheiße. Mami! Jetzt bin ich hier lebend rübergekommen. Nur zum Zweck, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich gekillt werde. Boah, ich komme hier rüber. Hallo? Hoffentlich hält das Ding. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich laufe mal ein bisschen schneller. Das sind doch recht weite Wege. Ach du Scheiße! Ich muss weg! Habt ihr es gesehen? Scheiße. Ich hab's genau gesehen. Was ist das? Ach, das ist ein Lagerfeuer, ey. Leute, macht mich doch nicht so fertig. Ich hab gemeint, da sind wieder diese leuchtenden Fußstapfen. Oh, Mann. Oh. Oh, Gott, das ist ein Lager. Schön. Stiefel? So, wir sind jetzt... Wo sind wir denn jetzt? Hier, huch. Ach, hier, guck mal. Hier ist ein Feuer. Also hier ein Lager. Das ist die Brücke, glaube ich, wo wir gerade drüber sind. Eieieiei. Okay, hier sind wir jetzt. Das heißt, es gibt bestimmt immer noch immer irgendwo hier was. Wo war denn dieses komische andere Ding? Das war irgendwo hier unten. Da, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Gespeichert ist. Auf zu neuen Taten. Töten. So. Da. Da ist der Turm. Was ist das denn? Hallo? Was sind das für Ruinen hier? Oh, shit. Oh, was geht hier? Hallo? Was ist das denn? Ist das... Das könnte diese Forschungseinrichtung sein, was wir mal gelesen haben. Ich weiß nicht, ob ich hier sein darf. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Ah! Ich fühle mich beobachtet. Oh, Mama mia. Gibt's da irgendwo einen Weg oder so? Wo man rein kann? Es flattert schon wieder irgendwas. Hallo? Gibt es hier irgendwo einen Weg? Nee. Hä? Hier muss doch irgendwas sein. Ich will hier rein. Gibt es hier keinen Weg, wo man reinkommt?
Hallo? Ich hör's doch rascheln. Da muss doch was sein. Okay, Moment. Bestimmt gibt's hier irgendwo ein Loch. Hier. Hallo? Jemand zu Hause? Oh shit. Das sind wieder Koordinaten. ...55, 40. Sind wir jetzt, oder was? 55, 40. Hier ungefähr. Okay. Alles klar. Okay, dann schauen wir mal. Was ist das? Ich höre aber noch was. Was ist das denn? Nee, das ist nichts. Ich komme hier nicht rüber. Hier vielleicht. Hier durch. Ich fühle mich sichtlich unwohl hier in diesen Ruinen. Da ist Licht. Da geht's rein. Lass mich raten, ich muss... Das ist eine Falle, ich weiß es. Hallo? Ich will nicht darüber. Ups. Oh, Scheiße, da geht's rein. Hier ist nochmal was. Was ist das? So, was haben wir denn hier? Ausschnitte aus Logbucheinträgen von Dr. Ivan Wonski. Stoi. Wissen Sie, was wir tun wollten? Wir spielten Gott. Telekinese, Telepathie, Gruppenhypnose. Wir lösten psychische und physische Störungen aus. Schufen einen Raum des Zerfalls. Die Subjekte vertrugen nicht einmal eine kleine Strahlungsdosis. Diejenigen, die irgendwie überlebten, benahmen sich wie besessen. Sie sprachen in anderen Stimmen mit uns, in Sprachen, die wir nicht erkennen konnten. Und dann starben sie alle, einer nach dem anderen. Manche erstarrten zu Stein, andere zerfielen zu Asche. Ich erinnere mich auch an einen, der mit verdrehten Gliedmaßen über den Boden schwebte. Und dann so über den Boden erstarrte. Es ist viel Zeit vergangen, aber das Ganze lässt mir noch immer keine Ruhe. Ich erinnere mich daran, ich sehe es jeden Abend vor meinen Augen. Hat irgendjemand überlebt? Später teilten wir mit, dass die Antwort Nein ist. Aber ich bin der Meinung, dass eines der Subjekte vielleicht noch überlebt haben könnte. Hast du irgendeine Ahnung, was wir getan haben, lieber Anton? Ein Objekt? Ein Subjekt? Ich glaube, da haben mehr überlebt. In diesem Wald, da rennen jede Menge Subjekte rum. Anomalien. Ich glaube langsam nicht mehr, dass das wirklich irgendwelche Anomalien von Außerirdischen sind, sondern... Das sind wahrscheinlich irgendwelche Missgeburten von, irgendwelchen Experimenten. Oh, Scheiße, ich will hier nicht rein. Ich will hier nicht rein. Was? Ach du Scheiße. Was war das denn jetzt? Oh, Leute, nein, ich will... Oh, shit. Nein, ich will nicht. Nein, nein. Hallo? Hallo? Was ist das? Nee, das ist bloß eine Spiegelung. Das sieht aber echt geil aus. Hat was. Er raschelt schon wieder. Kann ich hier Licht machen? Hallo? Nein. Ach du Scheiße. Was sind meine eigenen Schritte? Oh, ich bin schon voll Paranoia. Oh, Alter! Oh, Scheiße! Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Nein, Alter! Nein, boah, was ist jetzt? Nein! Oh, Alter! Was ist denn hier kaputt? Nein! Oh, Scheiße! Alter! Oh! Oh, 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 oh.
Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Alter. Wo bin ich denn? Alter, jetzt habe ich aber voll die Paranoia hier. Was ist das denn? Was ist das? For a very long time, I could not come across any trail. The tracks came and went as if someone was playing with me, as if the victims were moving. And as soon as I was almost sure I had seen something and I would find something new behind the next tree, the trail suddenly went cold. I had no idea what was going on. Finally, I reached a small meadow. There, I found a bound journal, as if someone left it there on purpose. The journal belonged to the members of the expedition. They wrote down their thoughts and observations. Note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark, concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation, and at a certain point stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made public in any way, shape or form. Also der, was da redet... Alter! Hallo? Was? Scheiße! Oh, Leute, macht mich nicht so fertig. Wie gesagt, hier in dieser Notiz stand drin, also dieser Erzähler, ist quasi die Stimme von einem, weiß nicht, Inspektor? Oder ein anderer Wanderer, der irgendwie versucht hat, das Verschwinden aufzuklären von diesen Wanderern. Und hat halt eben ein Tagebuch gefunden. Als wenn es gefunden werden sollte. Je nachdem. Aber was ist das jetzt real? Oder was ist jetzt hier mit mir passiert? Ich habe echt keine Ahnung. Warum laufe ich jetzt so schnell? Scheiße, ey. Was ist denn das für ein General? Kann ich ihn anleuchten? Hallo? Ziemlich hoch dekoriert, aber irgendwie ist die Scheibe oder was ist da kaputt? Ja, Leute. Mir reicht's für heute. Ob wir da irgendwie aus dieser Hütte rauskommen, weiß ich nicht, ob wir jetzt eingesperrt sind. Sehen wir in der nächsten Folge. Und ich danke fürs Zuschauen. Schaut auch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Einfach suchen nach Ricky Dicky Gaming. Oder ihr könnt mir auch über Twitter folgen. Und ja, würde mich über ein Abo freuen von euch. Vielleicht ein Däumchen hoch, wenn euch das Let's Play gefallen hat. Und schaut doch mal wieder vorbei. Würde mich freuen. Und sage tschö mit Ö.